Freunde und willkommen zu dem zweiten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Und zwar, ich hatte die Folge eigentlich schon mal aufgenommen, dabei ist mir aber das Aufnahmeprogramm abgestürzt und dementsprechend hat das Programm auch nicht weiter aufgezeichnet. So, Erläuterung, wir haben ja den Händler da vor dem Greif erstmal gerettet. Der Greif hat sich ja dann vom Acker gemacht, je nachdem waren wir ja dann hier in der Taverne, haben uns ein bisschen rumgefragt nach Yennefer, haben dann auf dem Vagabunden Gaunter Odim getroffen, der uns auch noch ein paar Informationen sagen konnten. Ja, in der Aufnahme erzähle ich euch, waren wir bei den Nilfgaardern, haben nach Yennefer gefragt. Der will uns aber erst die Informationen rausrücken, also der Hauptmann will uns erst die Informationen rausrücken, wenn wir den Greif erledigt haben. Davor sollten wir erst nochmal den Jäger befragen. Und es ging halt darum, wir sollten ihnen helfen, die wilden Hunde da zu töten. Und das haben wir dann gemacht. Dann haben wir zu dem Greif noch ein paar Informationen bekommen. Ja, dann waren wir bei der Kräuterfrau, haben nach Kreuzbaum gefragt, hat sich gehabt, dann sind wir getaucht, haben das unter Wasser geholt, haben noch einen kleinen Schatz gefunden, noch ein besseres Schwert bekommen, das ich ausgerüstet habe. Dementsprechend haben wir auch auf Stufe 2 gelevelt. Jetzt müssen wir mit Vesemir reden, dass wir die Falle vorbereiten, den Greif dann so eine Falle stellen können und den Königsgreif dann halt töten können. So, und damit fangen wir jetzt auch gleich mal an. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich war mit dem Greifenvertrag beschäftigt. Und? Oh, Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Oh, Manuskript Donner. Gehen wir mal. Gucken wir mal, ob wir denn schon etwas herstellen können. Natürlich nicht. Dazu fehlen uns ja die Kräuter und das Alkohol. Kriegen wir dann auch im Laufe des Spiels. War das jetzt eine Gans oder ein Pinguin? So wie beides aus. Finde ich doch schon recht lustig. Ja, dann sprinten wir mal kurz auf die andere Seite. Schon von der Freiheit-Brigade gehört. Weit genug weg und viel Platz, so dass uns niemand in die Quere kommt. Finde ich auch sehr gut, weil das ist immer störend, wenn sich dann da immer jemand einmischt. So. Wir sollten aber vorher kurz nochmal meditieren. Das ist sehr wichtig, dass ich empfehle euch, macht das so oft wie möglich. Dadurch füllen sich später eure Tränke auf, eure ganze Energie. Ihr seht, ich habe jetzt volle Energieleiste, das ist immer sehr praktisch. So, reden wir mal. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Wir können anfangen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Und für jeden Horror- und Fantasy-Fan ist das Spiel ein richtiges Muss. Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Höhe ist ausgestreut und los geht's.
Da kommt er auch schon. Er hat angebissen. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Oh, was nehmen wir denn? Ich dachte, du wärst ein Traditionalist. Oder gespielt hast du? Also sowas. Wir nehmen das Erstere. Ein Hexer mit einer Armbrust. Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vogel, ne? Holy shit. Lass ihn nicht entwischen. Er fliegt bestimmt zu seinem Nest. Oder wo ist er? Wo ist denn die Sau? Ja, brüll nicht rum, komm runter. Mann. Was ist denn dieser Vogel? Ja, Treffer. Nice. Ja, jetzt da schon ganz ein bisschen. Shit, ich bin gleich down. Habe ich denn nicht noch was zu futtern? Stimmt nicht, ne? Nee. Aber Tränke. So. Die haben wir jetzt auch bitter nötig, ey. Nein, ich bin down. Ey, weshalb, Mann? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr auf Distanz gehen. Na gut, dass das hier so ein Autosave war. Das ist schon echt wichtig und praktisch. Warte mal. Bevor ich wieder denselben Fehler mache, statte ich mich gleich mal mit den Tränken aus. Ey. So. Du kommst runter, so. Sagen, wann hatten wir vor, runterzukommen?
Nein, Alter! Dicke erwischt hat der Hund nicht. Bevor ich wieder drauf gehe. Junge, der hat's aber auf mich abgesehen, die Sau. Ich muss hier weg. Bin gleich tot. Nein, ey, Mann. Ich glaube, so oft bin ich noch nie am Anfang in diesem Spiel draufgegangen. Ja, ich kann meditieren. Oh, ey, das rettet mir gerade so den Arsch. Yes! So bin ich da nicht gleich drauf gekommen. Ich gebe euch den Tipp und mach's grad selber nicht, ne? Oh Mann, ey. Das ist Rotzvieh. Ausruhen gibt's nicht. Jetzt habe ich dich. Jetzt reicht's dir. Komm hin. Verlier doch nicht nochmal. Schluss damit. So. Erledigt. Schicht im Schacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt nie aus. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Ja, würde ich sagen, ne? Das war die ganze Zutat. Nice. Und unser erstes Mutagen und die erste Trophy. Dann bringen wir jetzt den Nilfgaardern den Königsgreifenkopf als Beweis. Verdammte Hexer. Na, halt die Schnauze, sei froh, dass es uns gibt, sonst helfen wir dir nicht. Hier ist der Friedhof, da müssen wir dann später auch noch hin. Weil wir uns dann noch den Ort der Macht da abholen. Den hätte ich dann schon ganz gerne. Warum mach nicht denselben Fehler? Oh. Geralt. Ja. Plötze hängt wieder fest, die Sau. Unfassbar. Mal hin da. Wir holen uns jetzt unsere Belohnung ab. Wölfe. Das Schwert dürfen wir nicht ziehen, sonst sind wir hier gleich wieder
down. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Gucken, ob wir jetzt die Information über Yennefer bekommen. Und ob wir unsere Belohnung kriegen. Was zum Teufel ist das? Robben. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Nett. Ja, wir nehmen es mal an. Geld springt nicht, von daher. Bereite dich mit Vesemir auf den Aufstieg nach Weißen. Na, das machen wir. Halt! Ich mach das jetzt mal ohne Plötze. Bin ich schneller unterwegs. Und hier ist noch ein versteckter Schatz. Den holen wir uns jetzt mal. Habe ich Lust zu... Wir machen uns jetzt mal ein Schild. Zur Sicherheit. Nehmen ich ihn noch. Ja, sauber, das können wir alles gebrauchen. Hier Wölfe. Was jetzt, ein Stück Dreck. Level 5er. Aber kann nichts. Sag auf Wiedersehen, mein Freund. Leinen, Kohle, kleine Artlöfe, Öl. Ja, very nice. So mag ich das. Schönes Crafting-Material. So, und der Schatz ist geplündert. Jetzt geht's weiter nach Weißgarten. Ich speichere sicherheitshalber. Kann ich euch nur empfehlen, auch jedes Mal zu machen. Es immer sein wird, dass ihr ein Spiel an Orten, an höheren Gegnern trifft, die 1, 2, 3, 4 oder 5 Level höher als ihr seid. Deswegen speichert. Also ist Yennefer in Vysima. Das ist echt nur eine Tagesreise entfernt. Das hätte der Sack echt wirklich gleich sagen können. Ja, aber es sind halt Soldaten, ne? Hauptmänner, Nilfgaarder. Die mag eigentlich keiner. Ich glaube, diese Frauen lassen meinen Magen verrückt. Götter, helft mir! So, jetzt sind wir in Weißgarten wieder. Sehr schön. Hier war irgendwo nochmal ein Händler, da wollte ich eigentlich hin. Ich glaube, der hat auch noch Gwyn-Karten zu verkaufen. Wo ist denn der? Das ist jetzt gar nicht mehr vorhanden, ne? Wo ist der denn? Hä? Naja, gut, egal. Kommen wir noch zu. Guck ich mal hier.
möchte wissen, welcher gerissene Mistkerl das war. Den werde ich zeigen. Stimmt, die Mission, die müssen wir auch noch erfüllen. Er feiert und singt, Kaiser Emperor singt, dann fällt er ins Netz. Ich weiß, was ich weiß. Und stößt Elsa zieht sich für die Schwarzen. So, wieder zurück in der Taverne. Zack, reden wir ein Ründchen. Jennifer ist in Büsima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Wie nett. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn Lass der Hilfe los. Meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Oh Mann. Lass die arme mich los! Frau. So, jetzt gibt's Ärger. Eigentlich wollte man ja eher aus dem Weg gehen, aber okay, ist es nicht ihr vermeiden. Wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder Stimmt stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Na, das wollen wir doch mal nicht sehen. Nach. Das sehe ich. Ja. Ja, jetzt brennen wir die Taverne nieder, aber egal, so erledigen wir die ganzen Vögel hier. Die haben ja eh nicht mit sich reden lassen. Ja, Stufe 3, sehr nice. Zack, Kopf ab. Schon gut, es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Undankbares Mischstück, ey. Sein Gesicht, ganz Götter ehrlich. Erbarmt euch! Verschwindet! Genauso und wie die. Nie wieder! Ich komm wieder, um dich zu ärgern. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Die haben's doch nicht anders gewollt. Nilfgaarder. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Oh, Jennifer! Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jennifer von Wengerberg. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst?
Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Oh, Verzeihung. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Macht die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysima erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emir von Emreis. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Was er dir wohl geboten hat. Na, ich kann es mir ja mal anhören. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysemir. Und bis bald. Genau, bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Kann ich nachvollziehen. Bei der jetzigen Situation. Und auf geht's mit nilfgaardischer Eskortion. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? No. Los, die wilde Jagd. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Hm.
das muss reichen. Der Festungseifahren, die Sau. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Oh noch. Was haben wir gegen unseren Bart? Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Gerald von Riva, Geburtsort unbekannt, Eltern unbekannt, Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen, zur Belagerung der Burg Lavalette, dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft, das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen. Und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Wergen begeben. Die Frage ist, wie? Na, was nehmen wir denn? Ich habe Flotsam mit Beron Roche verlassen. Ich bin zu Lofred gestoßen, der hat mir geholfen. Ja, Vernon Roche. Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant also der Blauen Roche. Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Mui. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Sie hat bekommen, was sie verdient hat. Sie war eher eine alte Bekannte. Nicht so nah, dass ich sie betrauert hätte.
Nah genug, dass ich weiß, dass sie es verdient hatte. Er glaubt, er allein wüsste, was gut und was böse ist. Und das gäbe ihm das Recht, Gerechtigkeit zu wirken. So hat dein Kollege Leto von Guleta dich beschrieben. Recht präzise, würde ich sagen. Mein Kollege, euer Agent. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Vernünftig. Deine Unterschrift bitte. Zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast. Bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Ja, dann mal los. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind meine Kleider? Ja, wo sind unsere Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Können wir hier noch was mitnehmen? Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Erstmal schön dicke den Kaiser hier beklauen. Der sowieso ein Riesenarschloch ist. Ah ja, was nehmen wir denn? Ich hab keinen Bock auf Rock. So, komm her. Das sieht vielleicht aus, ey. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ja. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nase pudern. Nicht nötig. Geil. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Thank you.
Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich nehme mal das. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Arschloch, ey. Komme er mit mir. Oh, noch schön beleidigend, der Penner. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und das überlege ich mir nochmal. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Na dann los. Ingrimi ep art kerser. Date wenn Adan in Karn ep Morwut. Em hier war Emreis. Verneiden. Eure kaiserliche Majestät. Area ep to orde. Evelien Namin wat gern wort. Oh, er will uns allein haben. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Immer eine geile Ausrede parat. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Warum ich? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Sagte doch, der Kaiser ist ein Arschloch. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut. Nicht belästigen darf. Oh, nicht belästigen darf. Sei froh, dass ich dich nicht töte. Ja gut, kann ich auch nicht. Ich habe ja meine Schwerter noch nicht, ne? Es ist Nachmittag. Gegrüßt. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herewar der Zweite, Prinz von Elanda. Bisher Ness war er in Norwegen. Wie der sich da rechtfertigt. Na, dann bringt er uns jetzt zu Yennefer. Dann bin ich mal gespannt. Ja, hier im Schloss ist noch ein Geheimnis. Aber dazu dann mal später. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Haare zu machen. Feder noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen,
sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unter... Geralt, diese Tunika, du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emyrs Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Oh ja. Sie ja, ganz erwachsen. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Frau. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Wo wurde Ciri denn gesehen? Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Hm. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Zeit zum Aufbruch. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht. Aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Was tut sie? Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Süß. Nimm deine Ausrüstung vom Kämmerer in Empfang, auf jeden Fall. Wir wollen ja schließlich unsere Klamotten wieder haben. Vorher looten wir hier noch ein bisschen. Boah, geile Sachen. Gut, dass wir das machen. Ist eigentlich Diebstahl. Aber
Dem König schadet das nicht. Der hat genug, von daher. Von daher können wir uns ein bisschen was gönnen. Bin ich der Meinung. Und da er uns ja so herablassend behandelt hat, der Sack, hat er das mal verdient. Die Narbe ist gut verheilt. Haben wir denn hier noch was? Lektüren mitnehmen, wo wir dann auch noch von lesen werden. So, jetzt holen wir uns unsere Ausrüstung. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Ja, da musst du dafür sorgen, dass du mal Zeit hast. So. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. So, dann war's das jetzt erstmal mit diesem Part. Deinesgleichen hat dort gedient, Anderlinge. Wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann im dritten. Bis dann.